Potenziale heben, glücklich sein und Freude leben. Über dieses Thema sprechen wir mit Britta Gerdes-Petersen, Chefin der Lebensfreudemessen. Das Sein beeinflusst unser Bewusstsein. Gilt das auch andersrum? Ich denke, es ist alles ein Wechselspiel. Also das Sein beeinflusst das Bewusstsein und das Bewusstsein das Sein. Wenn wir Dinge ändern wollen, wenn wir anfangen, das im Außen zu probieren, ist das sehr schwierig, wenn wir versuchen, das Außen zu verändern oder andere zu verändern. Mhm. Schöner ist es erstmal vielleicht, dass wir bei uns gucken. Ja. Körper, Geist und Seele gesund zu halten, ist für viele der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Lassen sich Glück und Freude so quasi auf Kommando erreichen? Auf Kommando ist, denke ich, schwierig. Wenn ich jetzt sage, jetzt musst du glücklich sein, wie ist das? Es wird nicht funktionieren. Und wenn man gerade traurig ist und man ist gerade was widerfahren und man dann jemand sagt, ach, nimm es nicht so schwer, natürlich ist es in dem Moment nicht schön. Und dann kann man das auch mal wahrnehmen und fühlen. Mhm. Aber trotzdem ist Glück eine Entscheidung. Und Glück und Gesundheit oder ein schönes Leben ist eine Entscheidung. Wie wichtig finden Sie es, sich mit der eigenen Persönlichkeit und den eigenen Bedürfnissen zu beschäftigen? Absolut wichtig, denn wenn ich mich nicht um meine Bedürfnisse kümmere, das heißt jetzt nicht mit Ego, ich meine jetzt nicht so ein Egoist, der nur ich sagt, sondern aber, dass ich gucke, was habe ich denn für Bedürfnisse, was bin ich denn für ein Mensch, was bin ich für ein Wesen, was habe ich denn für Fähigkeiten, was habe ich für Gaben mitbekommen in dieser Welt, wer bin ich überhaupt, wenn ich da mal nicht nachgucke, wer soll denn das denn tun? Also früher haben es unsere Eltern gemacht, in der Schule wurden wir alle gleich behandelt, wir sollten alle das Gleiche bringen, wir sollten alle die gleichen Ergebnisse haben. Das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht, weil wir alle unterschiedlich sind. Einer lernt schneller, einer lernt langsamer, einer mag Mathe, einer mag Sprachen. Es funktioniert nicht. Deshalb ist es so wichtig, doch erstmal zu gucken, was ist denn mit mir? Nicht irgendeine Form. Es wird gesagt, wenn du jetzt das und das bist, wenn du jetzt Arzt wirst oder Ärztin meinetwegen, dann wirst du erfolgreich, dann wirst du viel Geld verdienen. Aber wenn du das gar nicht magst, was soll das? Wenn du irgendwas lebst, was du gar nicht magst, was nicht deins ist. Dale Carnegie hat so schön gesagt, wenn du gut bist in deinem Job, wirst du in jedem Job Geld verdienen. Sie sind auch darauf eingegangen, ne, mit den Schülern wäre jetzt Bildungssystem nochmal ein anderes Thema. Aber prinzipiell in jedem von uns stecken Potenziale und Talente. Wie lassen sich die eigenen Stärken identifizieren und auch die Potenziale möglichst ausschöpfen? Na, erstmal kann man sich fragen, was kann ich gut, was macht mir Freude, was tut mir gut, was fällt mir leicht. Und das Interessante an den Sachen, was ist mein Potenzial, was sind meine Gaben, das weiß man oft gar nicht, weil es einem ja so leicht fällt. Man sieht es gar nicht als Gabe an, andere sehen das viel eher, sagen, oh, das kannst du aber gut oder das. Und deshalb ist das manchmal gar nicht so leicht, sich selbst auf die Schliche zu kommen. Aber immer wenn es einen erfreut, immer wenn es einem leicht geht, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass es eine Gabe und dass es ein Potenzial ist. Mhm. Was meinen Sie, warum ist es so wichtig, die eigene Berufung zu finden und auch zu leben? Weil das Leben dann einfach leichter geht, würde ich behaupten. Also ich behaupte, wer Freude und Glück und Erfüllung im Leben haben will, der darf seine Berufung finden und leben. Der sollte es auch tun. Er sollte seine Berufung finden und leben, weil wir haben ja gerade in Deutschland, ne, Arbeit muss schwierig sein, Arbeit muss anstrengend sein. Es gibt ja so Sätze oder Muster. Das muss es nicht. Das stimmt nicht. Also wenn ich das mache, was mein Ding ist, dann strengt es mich nicht an. Dann gehe ich da raus und denke, wow, und dafür werde ich noch bezahlt. Das ist ja cool. Das ist das. Und das hat jeder in uns. Das hat einfach jeder in uns. Und wenn man das lebt, dann ist es so schön und das Leben ist so viel reicher und erfüllter und man kann viel, so viel Gutes bewirken mit anderen. Ja, es ist wunderbar, wenn das leicht geht. Wir hatten auch schon drüber gesprochen, Potenziale, Talente zu erkennen. Ist mitunter für die eigene Person gar nicht so einfach. Deswegen gibt es ja auch Berater, Coaches, Trainer, die unter anderem dabei helfen können, die Potenziale auch zu sehen, zu heben. Beziehungsweise inwieweit können die denn dabei helfen, diese Potenziale zu sehen und auch Glück ins Leben zu bringen?
Na, das ist sehr, sehr hilfreich. Also ich nehme das selbst für mich in Anspruch, weil ich das sehr, sehr gut finde. Und egal, ob das jetzt körperlich oder berufliche Ziele sind. Ne? Also gestern war ich hier zum Beispiel in Berlin auch bei einem Personal Trainer, der sich um meinen Rücken kümmert, weil das geht viel leichter, weil der sieht das doch ganz anders, als ich das sehe. Der hat den Blick drauf. Da kann man das schön sehen. Aber auch gerade im Beruflichen oder in dem, wenn ich mich entscheiden muss, was möchte ich denn machen? Wo will ich denn meinen Beruf? Beruf kommt ja von Berufung. Wie will ich das finden? Wie kann ich das leben? Dann hilft ja mal der Blick von außen. Denn wir haben ja oft unsere vorgefertigten Muster, unsere Rillen, wir gehen unseren vorgefertigten Weg oder das, was andere, wir erfüllen die Erwartungen anderer. Ja. So, und dann hilft es doch mal zu sagen, so komm, wir setzen uns mal hin, wir machen eine Bestandsaufnahme, wir gucken mal, wo du stehst und wir machen einfach mal, gucken mal, was sind denn deine Talente, was macht dir Freude und dann, was möchtest du, wie möchtest du diese Talente zur Verfügung stellen für andere, was kannst du geben und wie kommst du dahin und was hast du für Visionen? Das fehlt mir zum Beispiel sehr, sehr stark in der Politik. Da fehlen mir gute Visionen für eine glückliche Gesellschaft, fehlt mir komplett. Und ja, das ist doch wichtig. Ich brauche doch erstmal eine tolle Vision von der Gesellschaft oder ich brauche doch mal eine tolle Vision von dem, was ich tun möchte. Und das kann ja erstmal, kannst du sagen, oh Gott, da komme ich ja nie hin. Okay, aber dann kann man ja gucken, welche Schritte, wie breche ich es runter? Welche Schritte sind denn machbar? Mit welchen Schritten kann ich anfangen? Kleine Steps. Also dem Boot auch erstmal die richtige Richtung geben. Also sozusagen, man soll das Ziel kennen, um überhaupt einen Kurs aufzunehmen. Ja, genau. Und das kann man dann immer wieder zwischendurch verfeinern. Dann guckt man sich nochmal, ist das wirklich noch mein Ziel? Bin ich auf dem richtigen Weg? Stopp nochmal anhalten, immer wieder reinspüren, macht es mir Freude, erfüllt es mich, wie kommt das Geld in mein Leben, weil das ist ja auch wichtig, brauchen wir ja alle, wie kann ich das finanziell umsetzen und dann die ersten Schritte gehen und gucken und dann immer wieder weiter und diese Begleitung, die als Coachin, das macht mir unglaublich Freude. Wie lange dauert es ungefähr? Das kann man nicht sagen. Das ist ja so individuell wie jeder Mensch und auch jeder, was jeder erreichen will. Es kann ganz kurz gehen, dass man nur mal eine kleine Richtungskorrektur. Ich habe ein kurzfristiges Ziel. Ich brauche jemanden, der mal guckt, mich korrigiert oder mich unterstützt und fertig. Oder es ist eine längerfristige Sache und man macht eine längerfristige Begleitung. Ist ganz unterschiedlich, ganz individuell. Und man kann das auch super gut herausfinden, weil ich biete ja ein 30-minütiges kostenloses Kurzgespräch an und da kann man einfach gucken, passen wir zusammen, wollen wir zusammenarbeiten, was sind die Themen und das kann man dann zusammen herausfinden. Vielen Dank für die Einblicke und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.